Teile des Konzepts eben noch nicht verwirklicht waren. Genehmigt ist die freie Schule jetzt erst einmal bis Januar 2002. So lange wird sie durch die Elterninitiative finanziert. Bewährt sich das Konzept, gibt es die endgültige Genehmigung und öffentliche Fördergelder. Die Eltern sind jedenfalls zuversichtlich. Ich wünsche mir, dass wir jedes Jahr etwa 20 Kinder dazu bekommen, sodass wir in 4 Jahren eine ausgebaute Grundschule sind mit maximal 80 Kindern. Die freie Schule soll also auch in Zukunft noch ordentlich wachsen. Wer in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ein gutes Stück zulegen wird, steht heute schon fest.